Geheimtipp, wenn Sie mehr erfahren wollen über Medizin, dann einfach bei Wikisana reinschauen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Naturmedizin. Ich freue mich wieder auf den großen Arzt Dr. Med. Andres Biercher. Und mit ihm darf ich heute über Venenleiden, Veneninsuffizienz sprechen. Auch ein Leiden, das immer jüngere und mehr Menschen betrifft. Und wie wir da selber die Gesundheit an die Hand nehmen können, erfahren wir gleich. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Andres. Hallo. Ich freue mich immer auf die Gespräche mit dir. Die Zeit ist meist ein bisschen zu knapp, weil du hast so ein umfassendes, reichhaltiges Wissen. 44 Arztjahre und aber auch immer die neuesten wissenschaftlichen Studien ziehst du mit ein. Das ist für mich einfach unglaublich schön, dich befragen zu dürfen. Ja, gleichfalls. Und heute sprechen wir ja über Venenleiden, Krampfadern. Also ich habe gerade vor der Sendung schon gesagt, ich nehme das in meinem Umfeld wahr, dass schon viele junge Menschen sagen, ja, ich muss die Krampfadern operieren und so. Und ich habe so das Gefühl, das habe ich früher nicht so wahrgenommen. Hat sich das wirklich verändert? Ja, es ist im Gleichschritt mit der Adipositas, mit dem Diabetes, mit den Herz-Kreislauf-Krankheiten, haben sich auch die Leiden der Folgen der venösen Insuffizienz vermehrt. Das geht zusammen. Heute in Deutschland haben 16% der Menschen, also alle Alter gesehen, schwerwiegende Folgen der venöser Insuffizienz. Und davon, also betagte Menschen haben 3% fast unheilbare Geschwüre. Geschwüre wegen venöser Insuffizienz. Ja. Das Venensystem ist unser Niederdrucksystem des Kreislaufs und man unterschätzt seine Bedeutung sehr leicht. Man muss bedenken, dass eben das Herz und damit auch das Venensystem pro Stunde 300 Liter Blut transportiert und in den Arterien geschieht das mit viel Druck, pulsierend und in den Venen muss das zurückfließen. Und das muss die ganze Wassersäule von den Füßen bis zum Herzen überwinden. Und damit das nicht einfach zurückfließt und in die Füße versackt, gibt es in den Venen so Klappen, welche den Rückfluss verhindern. Und die haben tiefe Venen, da ist der Venendruck höher und an der Oberflächevene ist er wesentlich tiefer. Und da gibt es Verbindungsvenen zwischen den tiefen und der oberflächlichen. Und in denen hat es auch Venenklappen, um zu verhindern, dass der Höhedruck von innen nach außen geht und dann die äußeren Venen, die unter der Haut sichtbar sind, zum Schädigen, sodass Krampfadern entstehen. Nun bereits, wenn man übergewichtig ist oder etwas stärker übergewichtig, im Bereich der Adipositas wurde festgestellt, dass jeden Tag die Venenklappen undicht werden bei adipösen Menschen. Und dann sackt eben das Blut in die Oberfläche hinweg. Darum sind Krampfadern und venöse Insuffizienz mit all ihren Folgen wesentlich häufiger, wenn man übergewichtig ist, ist aber auch sehr stark ernährungsabhängig. Die Venenwand, also das ist eigentlich ein komplexes Organ, auch die Arterien, aber auch bei den Venen. Das innere Drittel wird direkt vom Blut, das drin fließt, ernährt. Und die äußeren zwei Drittel, das sind alle die Bindegewebsfasern, die Muskelschicht, welche die Spannung der Venen machen. Und da gehen Blutgefäße, feine Arterien in die Venenwand. Und die zweigen sich auf in ein Kapillarsystem, das zwischen all diesen Fasern verläuft und das alles ernährt. Und das ist der Feindurchblutung. Und wenn die Ernährung nicht stimmt, dann gibt es eine Mikroangiopathie, dann gibt es eben Schäden in diesem Kapillarsystem.
Man kann das sehr schön nachweisen mit der Kapillarmikroskopie. Das kann man am Nagelbett machen. Da kann man direkt die Blutkörperchen fließen sehen. Und dann stehen eben außerhalb der Kapillaren, dann entsteht eine Entzündung und entsteht eine Ausschwemmung von Stoffwechselschlacken. Und das geschieht in den Venenwänden und schädigt die Venen, sodass sie schlaff werden. Und schädigt ganz besonders auch die Venenklappen. Dann werden die undicht und dann kommen die Krampfadern. Nun, wenn Krampfadern entstehen, dann gibt es sehr oft auch eine Entzündung, eine sogenannte Phlebitis. Und immer wenn eine solche Phlebitis entsteht, kann es sein und ist sehr oft der Fall, dass eine Thrombose in den tiefen Venen vorhanden ist. Und die kann unter Umständen bis zum Herz hinaufgehen. Und dann ist große Gefahr, dass ihr eben Teile wegfliegen und dann gibt es Lungenembolien, die lebensgefährlich sein können. Man muss also immer, wenn Krampfadern neu auftreten, die sich entzünden, das auch mit dem Ultraschall untersuchen lassen, ob nicht eine Thrombose vorliegt. Nicht alle Krampfadern und Entzündungen, also die Entzündung der Venen, liegt eine Thrombose zugrunde, aber häufig. Man nennt dann das eine Thrombophlebitis. Und wenn nur eine Thrombose ist, dann nennt man das Phlebothrombose. Man sollte das nicht verwechseln. Nun, die Folgen der venösen Insuffizienz, die sind da sehr bedeutend. Die Hauptgefahren sind eben einerseits die Thrombosen mit der Lungenembolie und andererseits eben die Gefahr des chronischen Unterschenkelgeschwürs. In Deutschland leiden 3% der älteren Menschen an einem solchen Geschwüren. Und wenn die länger als 6 Monate nicht ausgeheilt werden können, gelten sie als unheilbar. Man muss das unbedingt diätetisch angehen, weil das sind die Stellen, wo eben die Versorgung mit Sauerstoff und Ernährung am wenigsten gut gewährleistet ist. Da gibt es auch eine fettige Degeneration und Verhärtung, dann bis das Geschwür entsteht, weil einfach nicht mehr genug Nährstoffe und Sauerstoff in die Haut kommt. Das wird meistens äußerlich behandelt, gereinigt und dann verbunden. Und man muss dann eine Kompressionsbehandlung machen. Wichtig zu wissen ist eben, dass der Rückfluss in den Venen benötigt, dass wir gehen. Weil es ist vorgesehen, dass gerade besonders die Wadenmuskulatur das Blut hinaufpumpt durch die Bewegungen. Darum ist es zum Beispiel so, dass wenn man oft hohe Absätze trägt, wo sich das Sprunggelenk dann nur noch sehr wenig bewegt und die Wadenmuskulatur nicht mehr groß bewegt, ist diese Muskelpumpe, wie die Phlebologen sagen, ist nicht mehr genug aktiv und dann entstehen leicht Krampfadern. Und wie ist denn das? Weil viele Menschen sitzen vielleicht den ganzen Tag, aber machen dann vielleicht am Abend einmal in der Woche eine Stunde Sport. Hilft das auch schon ein bisschen zur Vorbeugung oder wäre das eher so jeden Tag auch ein stetiges Gehen? Oder? Ja, es hilft. Jedes, was man sich mehr bewegt, mehr geht, hilft. Mhm. Das ist wichtig. Und wenn man einen sitzenden Beruf hat, sollte man am Mittag wenigstens gehen. Man kann auch oft die Waden durchbewegen, das etwas so bewegen. Das ist auch schon in einem gewissen Sinn wirksam. Mhm. Aber ganz entscheidend ist auch bei der venösen Insuffizienz die Ernährung. Weil eben, was ich gesagt habe, diese Versorgung der äußeren Anteile, der Hauptanteile der Venenwand und der Klappen, das ist ernährungsabhängig. Mhm. Und da ist es ganz wichtig. Also wir haben in unserer jahrzehntelangen Praxis haben wir
keinen einzigen Patient oder Patientin gesehen, welche eine Vorwertkost mit mindestens 2/3 Rohkost gelebt hat davon, die Krampfadern hatten. Das ist wirklich, dann kommt dann einfach nicht, weil eben der Stoffwechsel dann stimmt. Und wir haben ja kurz vor der Sendung noch besprochen, das finde ich auch noch wichtig. Es ist ja nicht einfach so, wenn man älter wird, bekommt man das alles, sondern es ist ja eben eigentlich eine jahrzehntelange falsche Ernährung oder falsche Lebensweise. Und im Zusammenhang mit dem habe ich auch noch eine Frage, nämlich mit der Rohkost. Also mir leuchtet das komplett ein mit diesen wunderbaren Polyphenolen und all den Stoffen und der Zusammensetzung in der Natur. Da müssen wir wahrscheinlich nicht meinen, wir können das irgendwie besser. Aber es gibt auch viele Menschen, die wirklich so massive Probleme haben, sagen wir im Magen-Darm-Bereich, die mir einfach sagen, du, ich kann das nicht essen. Ich ertrage das nicht. Würdest du dann auch sagen, man sollte da moderat einsteigen, vielleicht mit kurz gedämpft oder was sagst du da oder machst du da einfach, man muss da durch oder wie siehst du das? Ja, also ich habe eine ganz andere Erfahrung, nicht wahr? Diese sogenannte Rohkostintoleranz kommt davon, dass das Mikrobiom so stark gestört ist im Darm durch die Fehlernährung, dass dann, wenn man mit der Rohkost kommt, eben entsteht eine Art Krieg der Bakterien im Darm. Die gesunden Bakterien gedeihen, die haben Freude und kämpfen gegen, vertreiben diese Anaerobier, welche Toxine bilden. Man kann sehr schnell die Rohkostintoleranz überwinden, wenn man mit Frischsäften und Pflanzenmilch beginnt. Dann geht das wenige Tage und dann verträgt man es, weil das am schnellsten das Milieu im Darm korrigiert. Und dann kann man auf die Rohkostdiät übergehen. Okay. Und was verstehst du unter Pflanzenmilch? Also was ist das, Kokosmilch oder was ist jetzt Pflanzenmilch? Ja, also eine sehr, sehr wertvolle Pflanzenmilch ist die Mandelmilch. Ah. Aber es ist gut, wenn man sie selber macht. Man kann man kann als Püree, auch nicht erhitzte Pflanzenpüree kaufen im Formhaus, ein bisschen Honig hinein mit Wasser und das aufmixen. Ah. Und diese Milch, wir haben das im Handbuch für die Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit auch detailliert drin, ist hochinteressant. Die Inhaltsstoffe aus dieser Pflanzenmilch haben sehr viele Ähnlichkeit mit der Muttermilch. Es ist sehr wertvolle Milch. Man kann auch Sesammilch machen. Sehr wertvoll ist auch Pinienkernmilch. Nur sind die Pinienkerne ein bisschen teuer. Ja, das stimmt. Ja. Nicht wahr? Es gibt noch andere. Die Sojamilch ist wesentlich weniger wertvoll als die Mandelmilch. Okay. Also wir arbeiten vor allem mit der Mandelmilch. Ja. Dann. Also einfach ein rohes Mandelmus und dann das mit Wasser, hochwertigem Wasser ansetzen. Ja, wir haben das in den Büchern, das Mandelpüree mit Wasser und etwas Honig. Ja. Und dann gut mixen. Ist eine Delikatesse. Und auch das Birchermus, das gut ist, jeden Morgen zu machen, statt Gipfeli und Kaffee. Also das ursprüngliche Birchermüsli wahrscheinlich das noch. Das korrekte Rezept. Ja. Ursprünglich wurde es mit Kondensmilch gemacht, weil man hatte das Problem, dass noch sehr viel Tuberkulose gab, bovine Tuberkulose, und die kondensierte machte das nicht. Aber heute haben wir eben das Mandelpüree und das ist das beste Rezept, damit zu machen. Das ist nicht eine Haferflockenspeise, das ist eine Früchtespeise. Und das Birchenmüsli wurde nicht in Alphirten abgeschätzt. Die haben nämlich immer von Käse und Ziegenmilch und so gelebt. Die hatten gar keine Äpfel da auf den Alpen, sondern das wurde in der Klinik entwickelt. Und zwar wurde es der Muttermilch nachgebildet, weil man festgestellt hatte, dass die wilden Tiere im Erwachsenenleben ihre Nahrung sehr genau so zusammensuchen, wie ihre Muttermilch, die in der Milch des Muttertieres zusammengesetzt ist. Und da hatte Wichel Benner die Idee, das auch zu machen. Und nicht umsonst hat sich das so verbreitet. Und da muss ich mich mal auch noch ein bisschen reinlesen, was das Originalrezept ist. Gibt es da auch irgendetwas dazu,
wo man nachschauen kann? Ja, in allen unseren Büchern sind mehrere Rezepte drin, aber das mit der Mandelmilch ist das Allerbeste. Ja. Und ich bin jetzt jemand, ich schaue schon, dass ich mich gesund ernähre, aber was ich einfach schon gerne habe, ist am Morgen ein Kaffee, schon mit, eben mit Mandelmilch oder so. Würdest du das sagen, wenn man jetzt wirklich konsequent gesund lebt, müsste man dem abschreiben, also dass ich meinen Kaffee am Morgen streichen müsste? Oder sagst du, nein, wenn man sich sonst gesund ernährt, es ist ein Bio-Kaffee natürlich, ist das okay oder wie siehst du das? Oder? Also es gibt hier keine Gebote und Verbote. Ja, ja. Aber würdest du sagen? Entscheidend ist einfach, dass man weiß, was was bewirkt, nicht wahr? Und wenn man jetzt Auto fahren muss in der Nacht, ist vielleicht manchmal besser, man nimmt einen Kaffee, als dass man dann einen Unfall hat. Aber sonst regelmäßig ist es besser, gesundheitlich gesehen, da zurückhaltend zu sein, weil das Koffein, nicht wahr, die Neurone, die Gehirnzellen, wenn sie erschöpft sind, dann schützen sie sich dadurch, dass sie Adenosin produzieren. Und dieses Adenosin blockiert an den Dendriten, an den Nervenfasern, die ins Neuron hineingehen, den Input, die Information, also um die Neurone zu schützen. Das ist also ein natürlicher Schutzmechanismus gegen Erschöpfung des Nervensystems im Gehirn. Und das Koffein, das konkurriert mit dem Adenosin an den Rezeptoren und blockiert diese Wirkung. Man muss einfach wissen, man sabotiert eigentlich den natürlichen Schutzmechanismus und sollte darum zurückhaltend sein. Es gibt eine ganz spannende Studie, die wurde gemacht mit Psychologiestudenten. Die mussten 3 Monate kein Koffein zu sich nehmen. Und dann bekamen sie nur eine Tasse Kaffee. Und sie mussten vorher eine Woche lang Kognitivtests machen und nachher noch 10 Tage lang Kognitivtests. Und da hat sich gezeigt, dass die Leistung in den Kognitivtests war nach diesem einen Kaffee signifikant schlechter eine ganze Woche lang. Wow. Man muss immer die Sekundärwirkungen beachten. Ja. Der Kaffee weckt uns im Moment und bessert ein bisschen die Stimmung, weil wenn wir erschöpft sind, werden wir oft auch ein bisschen gereizt. Und nachher kommt eben die Gegenregulation des Körpers und dann ist die Leistungsfähigkeit schlechter. Und wenn man weiß, was bewirkt, kann man selbst wählen, was gesund ist. Wunderbar, wie du das sagst. Und diese Erklärung oder das, wirklich diese Zusammenhänge habe ich jetzt auch noch nie gehört. Also ja, und ich finde schön, wie du sagst, eben Eigenverantwortung. Und wenn wir wissen, was es mit uns macht, weil ich habe immer gedacht, ja, ein Bio-Kaffee, das macht jetzt nichts, weil man hört ja auch andere Stimmen. Aber jetzt habe ich es wirklich verstanden, was es in unserem System bewirkt. Wie ist es denn mit Kaffee aus Zikorien oder einfach Getreidekaffee. Wie stehst du denn dazu? Ja, das ist dann nicht koffeinhaltig. Ja. Dann hat man diese Wirkung nicht. Man hat auch die Röststoffe darin, aber das ist wesentlich verträglicher. Ja. Natürlich der Koffein, der Kaffee, nicht nur das Kaffee, der Kaffee selber reizt auch den Magen und fördert die Refluxkrankheit, die unglaublich sich ausgebreitet hat. Alle Leute schlucken nach Magensäuremittel mit zum Teil bedenklichen Nebenwirkungen. Das muss man beachten und auch, dass häufiger Kaffeekonsum Blasenkrebs macht. Oder fördert, muss man sagen. Ja. Okay. Ist nicht bekannt, aber wenn man es weiß, kann man wählen. Ja, das hast du wunderbar gesagt. Und in die Eigenverantwortung zu nehmen. Und das höre ich jetzt wirklich. Ich habe mich auch schon mit vielen Dingen befasst. Das höre ich jetzt zum ersten Mal so. Also ich werde jetzt auf Getreidekaffee umsteigen. Und gibt es da noch einen Kaffee, den sagst du, es ist besser mit Zichorien oder ist es besser mit, gibt es da etwas, was du sagst, das wäre noch zu bevorzugen? Also wenn man Kaffeegeschmack will, ja, die Zichorie ist da nicht schlecht dafür. Okay, das ist super, dann werde ich da umsteigen. Oder in den Weltkriegen halt entdeckt. Ja, genau. Und
eben, was mir auch nicht so bewusst war mit den Krampfadern, eben der Zusammenhang mit den Thrombosen. Und was ich jetzt auch noch spannend finde, ich habe jemanden im Bekanntenkreis, der hat an einem Bein total viele Krampfadern und sagt, das habe ich einfach schon seit ich jung bin, auf der anderen Seite nicht. Und das finde ich eigentlich noch recht spannend, weil wirklich ganz ausgeprägte Krampfadern und auf der anderen Seite nicht, heißt das, dass einfach irgendwie eine Seite weniger gut ernährt wird oder hat das sonst einen Einfluss? Das fand ich irgendwie noch ganz, habe ich so noch nie gesehen. Ja, das gibt schon. Es kann nicht zum Beispiel eine Operation, Leistenhernienoperation oder ähnliche, die können eben das Venensystem sehr schädigen oder auch eine Verletzung oder vielleicht gab es eben einmal eine Thrombose in einem Bein und nachher muss, wenn man sich das vorstellt, diese 300 Liter Blut pro Stunde müssen dann über die oberflächlichen Venen abfließen und dann werden die so kaputt und ausgedehnt, dass es halt bleibt. Okay. Wahrscheinlich ist das passiert bei den Menschen. Ja. Danke. Auch ich habe mich da wirklich gefragt, was das ist. Also könnte man das jetzt so zusammenfassen, dass man sagt, eben, dass man anschauen muss, was für Krampfarten das es sind, eben, ob man dann zu dieser Thrombosen, also die Thrombosengefährdung hat. Und da würdest du auch sagen, operieren, wenn jetzt wirklich so die Gefahr ist, würdest du sagen, dass man dann die Krampfadern verölen oder operieren sollte? Oder zuerst eine Ernährung umstellen, also das sowieso. Ja, aber wenn man das nur operiert, dann kommt es nebendran. Okay. Das ist nicht die Lösung. Ja. Entscheidend ist, dass man eben die Diät macht und die Ernährung umstellt. Das ist in unserem Handbuch Nummer 13 für Venenleiden, ist das sehr genau beschrieben, auch warum und wie man das machen muss. Und das lohnt sich sehr. Ich habe mehrmals erlebt, dass bei Patienten, junge Patienten schon Krampfadern hatten, noch keine riesigen, aber doch. Und wenn sie die Ernährung dann umgestellt haben, sind die noch verschwunden. Das ist möglich am Beginn. So fantastisch, was du uns immer schenkst mit deinem Wissen. Und weißt du, ich denke dann immer wieder, wieso weiß man das nicht mehr? Weißt du, oder wieso wird das nicht mehr propagiert? Weil es ist ja nicht einfach nur irgendeine Idee, sondern du hast die Erfahrung, es gibt Studien dazu. Und trotzdem ist so viel Wissen einfach nicht angekommen. Auch ich habe jetzt wieder so viel gelernt, obwohl ich mich mit diesen Dingen auch befasse. Und da frage ich mich schon, weshalb geht dieses Wissen, das so wertvoll ist, nicht weiter? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Nicht wahr? Es gibt einen ganz starken Unterschied zwischen der Wissenschaft und dem medizinischen Paradigma. Es ist Max Planck sagte, damit das Paradigma ändert, muss die Generation wechseln. Und heute werden leider die Ärzte so ausgebildet, zu Handlangern der Pharmaindustrie. Und sie haben ihre Schemata, wo sie schauen, was sie wann tun müssen und gehen nach dem. Aber sie lernen nicht mehr wirklich die Ursachen kennen und warum. Und wenn Sie schauen, die massive Zunahme sämtlicher Krankheiten, die unsere Spitäler und Arztpraxen füllen, das sind alles Zivilisationskrankheiten, die nicht sein müssten. Und wenn Sie schauen, die ständige Zunahme der Kosten dieses sogenannten Gesundheitssystems und der Boom, der finanzielle Boom der Medizin und der Pharmaindustrie, können Sie erkennen, dass das ganz schief läuft. Das ist eigentlich ein Drama, das heute passiert. Die Medizin, eben das Paradigma, wie sie heute läuft, hat ihren Bezug zur biologischen Wahrheit des Menschen verloren. Es hat ein Missverständnis mit der Biologie des Menschen. Sie behandelt nicht die Ursache. Man hat große Fortschritte gemacht in der Diagnostik, das ist sehr wertvoll mit diesen neuen Apparaten,
Aber dann geht es gleich zu den Medikamenten, nicht zur Chirurgie. Und die Ursachen werden kaum beachtet und schon gar nicht angegangen. Und um die Ursachen anzugehen, braucht es eben die konsequente Verständnis, die Aufklärung des Patienten. Die Patienten sind heute eigentlich Konsumenten des Gesundheitssystems. Und so geht das nicht. Man muss das Heft selber in die Hand nehmen, muss sich informieren. Man muss Ärzte finden, welche einen informieren und sich eben in unseren Seminaren kann man sich informieren, in unseren Büchern. Und dann kann man eben selber an der Heilung arbeiten. Das ist der richtige Weg. Ja. Wunderbar, lieber Andres, ich bin wirklich immer tief berührt von deiner Arbeit und von deiner Energie und von deinem Wissen. Und eben, wir sind alle wieder aufgerufen, die Verantwortung für unsere Gesundheit zu übernehmen. Und du hilfst uns da wirklich einen Weg zu zeigen und mit deiner Arbeit, mit deinen Büchern und Seminaren und auch mit den wertvollen Gesprächen jetzt bei uns. Vielen Dank, dass du das machst. Ja, das geschieht gerne. Es ist eben, wenn man diesen Weg geht, wird man sehr bald belohnt, weil man sich einfach viel besser fühlt. Man spürt, man ist auf dem richtigen Weg. Wunderbar. Sehr berührt. Vielen Dank, lieber Andres. Danke. Ich freue mich schon auf nächste Sendungen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, jedes Mal, wenn ich mit Dr. Andres Bircher spreche, da tun sich da neue Welten auf und ja, es macht einfach wieder Mut und es fordert uns auf, wirklich zu handeln und die Verantwortung zu übernehmen. Ich hoffe, auch Sie konnten etwas aus dieser großen Weisheit für sich herausnehmen. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.